Sie stärken die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft in dem, Ihren Vorschlägen. Sie sollen bei der Programmerarbeitung gerade im Bereich, die Sie angesprochen haben, eben im Umweltbereich und im Armutsbekämpfungsbereich unterstützen. Wie werden Sie in die Lage versetzt, dass Sie jetzt überhaupt diese Arbeit leisten können, bevor die neue Verordnung in Kraft tritt?